Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Jetzt habe ich schon wieder 2017 gesagt. Egal. Ja. Boah. Ja, die letzte Folge war halt ein bisschen Speziallänge, Überlänge, war bla bla. Alter, Leute, ist das geil. Huch. Entschuldigung, wenn ich gerade so still bin, aber wie geil ist das denn, bitteschön? Gut, das Hinstellen ist jetzt natürlich ein bisschen... Leute, das ist ja mal mega geil. Oh. Muss man vorsichtig sein beim... Oh. So, jetzt. Nein. Ich wollte es ja wieder zurückpacken. Ist ja mal mega cool. Kann man das auch irgendwie drehen oder so? Oh. Lampe. Finde ich aber echt cool. Hammer Radio. Kann man den einschalten? Oh. Okay. Radio. Alter. Das darf ich Hähnchen echt nicht zeigen. wow. Ich bin gerade positiv sehr überrascht. Mega geil. Kleine Spielereien am Rande. Finde ich super. ja, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Hier haben wir unseren Trecker mit einem Kipper. Ich höre Hühner. Da hinten sind die Hühner. Mal gucken, wie die Hühner aussehen. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Der Zaun sieht auf jeden Fall viel besser aus als vorher. Schade, wäre cool gewesen, wenn man die Tür noch öffnen kann. Aber so muss man halt rüberspringen. Gut. Meckern auf höchstem Niveau. Geil. Du hast ein Goldnugget gefunden. Das Gold liegt hier wortwörtlich auf der Straße. Versuche die restlichen 99 Goldnuggets zu finden. Ui. Aha, okay. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, in LS15 konnte man ja in Dingsbums hier ein Ei. Cool. Konnte man ja hier mega geil. Kann die Sachen benutzen, um... Ich finde das echt mega geil. Sorry. Ach, guck mal hier. Eine Heckenschere. Heckenschere. Alter, es ist... Aua! Nein! Okay, es ist noch ein bisschen...
Buggy? Das Ding ist jetzt komplett weg. Nee, warte. Ja, ist auch jetzt egal. Ach ja, warte. So. Noch ein bisschen besser eingepackt. So. Ja, unsere Dings. Ich finde das Spiel mega geil. Die Bäume sehen geil aus. Der Himmel sieht echt schön aus. Wieso ist die Map wieder drin? Ich würde mir echt noch aber so eine deutsche Map, also eine Map, die in Deutschland ist, würde ich mir noch wünschen. Diese amerikanischen Maps finde ich irgendwie so, naja, gut. Aber gut, geht, ist in Ordnung. Ich mag es trotzdem hier. Sehr schöne Details wieder hier beim Fahrzeug. Na 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 die nein nein nein. Na gut, lassen wir mal Elektroradio FM an. So. So, hier heißt es jetzt. Nee, warte. Hier ich bin so ein Typ, der viel. Okay. Der viel Kann man keine Helfer einschalten? Helfer einstellen. Okay, gut. Ich bin ein Typ, der gerne Helfer einsetzt. Für den Anfang werde ich jetzt hier einfach mal hier reingehen. Drescher aufklappen auf X. Ja. Boah, sieht das geil aus. Strohablage ausschalten, weil das brauchen wir noch nicht. Und Drescher anschalten, B. So. Und jetzt fahren wir los. Und achten mal schön auf die Details. Funktionierende Spiegel. Finde ich auch cool. Einfach mal. Das Abenden genießen. So. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Erwartet nicht von mir, dass ich hier nach Vorbild fahre. Der Spiegel. Da ist noch ein Spiegel. Cool. Ist da noch ein Spiegel? Ah ja, da ist noch ein Spiegel. Ah, okay. Entschuldigung. Nicht aufgepasst. Ja, wir haben halt noch den eines der kleinsten Mähdrescher. Was denke ich mal, aber sich bald ändern wird. Oh, sieht das geil aus, ey. Endlich LS-17. Und ich muss sagen, die Bodentexturen sehen richtig geil aus.
Ein Düngerstreuer müssten wir uns bald mal holen. Das ist, denke ich mal, ziemlich wichtig. Sollte die Kamera nicht irgendwie zurückfahren? Ein Augenblick. Ach so, okay, das ist gemeint. Ah, okay. Ah ja, okay. Gut, lasse ich das so. Da habe ich doch tatsächlich was übersehen. Ja, ich bin kein Profi. Macht aber auch nichts. So, ich würde mal sagen, mit der nächsten Bahn werde ich den Helfer anschalten. Hallo Helfer. Aber ja, gut gemacht. Mann, Mann, Mann. Ist schon geil. Ist auch super detailliert und so weiter. Sieht schon echt mega geil aus. Da will man hier, das sieht so geil aus, dass man hier gerade mal da die Schaltung greifen will und rumdrehen will. Bisschen die Gänge schon schalten will. Das hier ist so geil. So, ich steig mal hier aus. Ah, und wie der ganze Staub und so weiter, schon mega. Naja, die Helfer haben sie ja jetzt auch anders gemacht. Alter, was macht denn der für ein Wendel? Alter! Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber gut. Oh, das ist eine Frau. Okay, bisschen Soundprobleme. Oh, guck mal hier. Ah, die ganzen Details. Warum mache ich das nicht einfach so? Hier, schaut mal, die ganzen Details, die ganzen Dinger drehen sich da und so weiter. Da. Ist schon cool. Da die Trommel. So. Da sieht man den Speicher. Der ist auch bald voll. Der ist bei 72%. So. Fahr mich bitte nicht um. Jetzt werden wir uns mal hier den Trecker hier schnappen. Den Case IH1455XL. Achso. Natürlich muss man auch noch den Motor anmachen. Und den Anhänger anhängen. Ja. Wie ihr sehen könnt, kann man nichts sehen. Warum nicht? Eigentlich erstmal Auskippseite hinten. Abkippseite Kornschieber. Was? STRGI. Ah, okay. Oh, das ist ja geil. Abkippseite links.
Abkippseite rechts. Abkippseite hinten. Ist schon geil. Muss ich mal sagen. Die Rundumleuchten haben sie jetzt, das Licht haben sie jetzt auch geändert. Man sieht am Anhänger das Licht reflektiert. Und das sieht auch in der Nacht richtig geil aus. Und Motor aus. Aussteigen. Guck mal hier. Das Licht bleibt an. Ist das geil? Sowas, solche Details mag ich. Mich hat das auch immer gestört, dass die Fahrzeuge, also dass die Lichter dann auch alle immer aus waren und so weiter. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Er ist da fleißig am Ackern. Was ich auch geil finde. Mal kurz den Motor anmachen. Wenn man aussteigt, hört der Motor an. So kann man mal kurz schnell aussteigen und wieder einsteigen und direkt losfahren. Mega. Ich mache mal jetzt hier wieder aus. So, Tempomat. Schalte ich mal auf 10 km/h. So. Ach, jetzt ist er auch schon gerade angehalten. Aber egal. Ja. Ja, FAI hat keinen vollen Kontakt. Ah, geil, das wird das also hat einen vollen Kontakt. Das wird also jetzt auch. Das wird auch immer angezeigt. Yeah, das wird auch immer wieder angezeigt. Das ist voll cool. Ich liebe das Spiel. Ich will es ewig spielen. Oh je, das Let's Play wird lange dauern. Yeah! Yeah! So, der Anhänger ist auch fast voll. Deswegen kippen wir den jetzt mal ab. So. Hallo. So. Oh. Ach stimmt. Daran muss ich mich auch gewöhnen. Früher war das ja so, dass man mit Q auskippt. Hier ist es ja jetzt diesmal mit I. Da, 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 da. So. Entladen. So, jetzt möchte ich mal kurz gucken. Hier abladen? Nein. Füllung starten? Ah ja, hier. Weizen. Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais, Weizen, ja, Blumen, gut. So, hier steigen wir mal aus. Das war gar nicht gut. Moment. Mal kurz den Motor ausschalten. So. Unsere Erntemaschine. Hier haben wir einen Grubber. Ich glaube, ja, das hier muss gegrubbert werden. Ein New Holland Power Star. Mit einem Kuhngrubber. So, dann wollen wir mal grubbern. Das machen wir. Machen wir das? Komm, das machen wir einmal. So. Grubber senken. Oh, das wackelt ja jetzt richtig. Das ist cool. Oh, geil. Oh, mega. Im Hinter, da sieht man den Spiegel, den, Alter, das ist so, das sieht so geil aus. Huch. Ah. Mega. Die Textur sieht auch mega cool aus. V war das, oder? Ja, V. D
Die orangenen Knüppel finde ich cool. Sieht echt cool aus. Mag ich. Oh. Machen wir auch mal eine Außenperspektive, damit wir das sehen. Oh, guck mal hier. Wie cool das aussieht. Ernsthaft. Optisch, Alter, die Textur. Warte mal. Guckt euch das mal hier an. Wie geil. Der Boden ist auch so richtig schön verformt und so weiter. Also hier so, es sind hier überall so kleine Hügelchen und Rillen und so weiter. Das sieht so geil aus. Alter. Da haben die Entwickler sich richtig Mühe gegeben. Hier sieht man sogar noch, wie das Teil im Boden steckt. Hier so mit den Häufchen noch davor dran. Mega. Und sie sieht mal echt gut aus. Mega cool. Da macht das Kobern und so weiter Spaß. So, aber hier werde ich mal wieder den Helfer anschalten. Oder? Nee, komm. Mach ich nicht. Weil ich will ja nicht hier da die ganze Zeit rumhängen und warten bis der Tank da voll ist. Ja. Und sonst so, alles fit bei euch. In diesem Let's Play wird es auf jeden Fall so sein, dass ich häufig still sein werde. Also, dass ich jetzt nicht dauerhaft sabbeln werde. Weil ich bin halt kein großer... Boah. Wie der gequietscht hat beim Bremsen. Das ist so geil. Oh. Mega. Ich bin verliebt in das Spiel. Ja, jetzt zum Beispiel eben war ich ziemlich still. Das wird in diesem Display, wie gesagt, sehr häufig passieren. Ich hoffe, das stört euch nicht besonders. Ich versuche ja, es dann naja, interessant wie möglich zu gestalten, ist schwierig. Nee, ich habe gerade auf die Erntemaschine geguckt. Hätte sein können, dass er jetzt voll wäre oder so. Oh, wie geil die Texturen aussehen. In den ersten Folgen werden wir auf jeden Fall das normale Radio lassen. Später würde ich mal sagen, mache ich dann die Minecraft-Playlist zum Beispiel ran. Und ab und zu mal dann halt wieder Radio. Ich hoffe echt, dass es keine Probleme mit YouTube gibt. Weil wenn nicht, also wenn es Probleme gibt, dann... Tja, keine Ahnung. Also wegen der Musikprobleme, ne? Falls ich das nicht erwähnt haben sollte. Oh.
Stimmt, unseren Charakter sieht man ja tatsächlich. Ein hübsches kleines Mädel. Ja. Mal eben kurz das fertig gegruppte grubbern. Ich habe ziemlich beschissen hier gerubbert. Ach, guck mal, wie geil die Grafik aussieht. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. So, hier werde ich aber jetzt mal den Helfer einschalten. Damit ich mir auch mal sowas hier zeigen kann. Das hat an der Seite stört halt ein bisschen. Ich muss herausfinden, wie ich das aushalten kann. Kümmern wir uns gleich. Jetzt erstmal. Helfer 1 hat die Arbeit erfolgreich beendet. Geil. Ist schon geil. Und dann auch noch mit schön Radio und so weiter. Die Musik ist echt cool. Den Radiosender mag ich. Unsere erste Investition wird auf jeden Fall neuer Kipper und eine neue Erntemaschine sein. Ah ne, erstmal ein Düngerstreuer. Weil wir müssen ja auch düngen, damit wir halt mehr Ertrag bekommen. So, irgendwie meine Tastatur hakelt ein bisschen. Geparkt. Jetzt laufen wir da hin. Hier, geile Reifenspuren. Ach, wir haben den Motor nicht abgestellt. Ja, das wird mir noch häufiger passieren, dass ich den Motor nicht abstelle. So, und jetzt I. Fahrzeuge wechseln. Hier wird geguckt. Und jetzt kommen wir hier zu Emir.
erstmal in Perspektive. Schaltknüppel. Nein. So. Jetzt muss ich einmal hier kurz. Plane öffnen. N. Oh. Das ist ja cool. Ah, cool. Das ist ja cool. Kann man die Klappen aus. Dingsen. Seemaschine. Okay. Seemaschine anschalten, aber ich würde gerne. Kann der nur die eine Dings? Moment, das würde ich gerne noch mal kurz herausfinden. Seemaschinen. Da, er hier. Er kann normalerweise. Wieso kann er. Saat wählen. Ah, okay, man muss den Motor ausmachen. Okay, gut zu wissen. So, Saat wählen. Ich würde sagen. Wir machen erstmal Gerste. Motor starten. Seemaschine senken. Und Seemaschine anschalten. Ah ja. Boah, das sieht man ja ganz schlecht. Boah, nee. Bei den Dingen muss ich echt den Helfer einschalten. Das geht. Wahrscheinlich muss ich gleich mehrmals den Helfer einschalten, weil er dann immer stoppt. Mal gucken. Genau das meine ich nämlich. Das mache ich mal eben kurz bis interessant. Ach, das spawnt dann immer einen neuen Helfer. Achtet mal bitte auf den Führerstand. Jedes Mal, wenn ich den Helfer an- und ausschalte, spawnt dann ein neuer Helfer in mir. Ach nee, nicht in mir. Der tauscht meinen Charakter dann also. Das ist ja gerade blöd. Komm, ich mach das mal eben kurz so. Geht viel schneller. Manchmal bin ich halt auch ein bisschen blöd. So, und jetzt Helfer anschalten. Interessant. Oh Gott.
schön fragwürdige Musik. Ah ja, gut. Okay. Da muss dann auch wahrscheinlich gerobert werden. Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt gerade Schwachsinn, was der macht. Was macht er da? Oh Gott, 36 Minuten. Ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge geht's einfach mal weiter. Tschüss.